Hallo Leute, willkommen zurück zu Alice. Wir sind hier unterwegs mit dem Hutmacher. Wow, sieht das alles gelb. Ist das eine Uhr da oben, die ich abschießen muss, oder? Nö, sieht nur so aus, gut. Ja, da vorne steht der Hutmacher wieder und versucht uns eine Tür zu öffnen. Was passiert jetzt? Fühlt sich an wie ein Erdbeben. Was geschieht hier? Sehe ich aus, als wüsste ich's? Dein Urteilsvermögen muss ernsthaft getrübt sein. Ich hab doch nur gefragt. Aha. Okay, der Hutmacher kommt offenbar hier nicht weiter. Gesagt. Er hat's gesagt. Mein Tisch wäre ein ganz schlimmer Traum. Hab ich sicher. Was? Der labert hier irgendetwas mit sich selber. Da komme ich nicht rein, schade. Ja, bevor hier alles zusammenbricht, gehe ich halt hier mal nach oben. Das wurde mir sogar angezeigt. So, 10 für mich. Was? Das Bild des Hasen. Ist der Hase jetzt wieder da, oder was? Was ist das für ein Beben? Das macht mich ein bisschen nervös, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ah, mein Fuß auch, denn der schläft gerade ein, falls irgendjemand interessiert. Ah, ist das ein Kackgefühl. Oh, noch ein Zahn vergessen. Zahn. Meiner. Ich hab bald, ja gut, bald ist übertrieben, aber ich hab bald meine 800 zusammen. Wenn ich noch ein paar goldene finden würde, wäre das gut. Aha. Das hier aufmachen? Ich kann das gar nicht aufmachen, warum? Wow! Ja gut, da muss ich halt dort zuerst die Uhr da oben aktivieren. Hat man ja auch auf einem geheimnisvollen Bild gesehen, das wir nur erkannt haben, als ich mich geschrumpft habe. Aha! Jetzt komme ich da nur als geschrumpfte Alice durch, zack. Hase, Maus und das Bild da oben steht, glaube ich, für die Hysterie oder keine Ahnung. Hier durch, jawohl. Tipp, 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 tipp. Und hier rein. Ist das ein geheimer Weg? Weil einen anderen Weg habe ich jetzt so auf die Schnelle nicht gesehen. Nee, es muss der richtige Weg sein. Hutmacher ist da unten, ja, schön. Was bringt mir jetzt das, hier zu sein? Mal hier rüber, sich einen Überblick verschaffen. Ja, irgendwie... Nix. Super. Muss auf jeden Fall hier runter. Ah, Vorsicht! Ich weiß nicht, ob ich Fallschaden kriegen kann. Deswegen immer vorsichtig. Was ist das für ein Haufen da? Also in anderen Spielen würde ich jetzt sagen, das Ding erhebt sich gleich und will mich töten. Ich würde mich jetzt nicht mehr an sowas erinnern. Ha! Hier mit der Bombe aufsprengen. Zack, jawohl. Und mehr scheint sie auch nicht zu geben. Okay, runter da, Alice. Ah, hi. Was, ich soll zu dir kommen? Ich habe hier einen Hebel, den ich aktivieren könnte. Will ich jetzt aber gerade noch nicht tun. Kann ich das hier auch aufmachen? Nee, kann ich nicht. Hier durch kann ich auch nicht mehr. Gut, ich habe keine andere Wahl, als den Hebel zu aktivieren. Zack. Geht jetzt das Tor auf? Ja, Hutmacher, ne? Da braucht man gewisse Fingerfertigkeiten. Wie zum Beispiel die Möglichkeit... Wow. Wie zum Beispiel die Möglichkeit, einfach einen Hebel zu betätigen und nicht einfach mit Gewalt hier die ganze Tür öffnen zu wollen. Was zum Teufel? Wie sieht das denn aus? Was zum... Was ist das? Ach du verdammte Kacke. Wie sieht der denn aus? Was ist das für ein Zug, bitteschön? Ach du Scheiße. Wir haben den Grund des Bebens gefunden. Aber warum schütteln sich die beiden? Was haben sie vor? Ihr werdet uns nie aufhalten, Hutmacher und Alice. Er ist weg. Ihr seid zu spät. Diese Arroganz, diese abscheulichen Tischmanieren. Sie sind die Zerstörer des Wunderlands. Entehrer, Verstörer, Entblößer, Entzückend. Haben sie diesen infernalischen Zug erschaffen, um das Wunderland zu zerstören? Was tut das zur Sache? Sie haben den Tod verdient. Lass mich sofort runter! Ich soll... Genug Palaver! Kampfzeit, Fräulein! Fräulein vor allem, ja. Okay, was geht hier vor? Dieser imperiale Zug da? Ne, imperialer Zug vor allem. Der infernale Zug! Der spielt noch eine wichtige Rolle. Lass falsche Hoffnung fahren! Vergesst, was gewesen! Es ist vollbracht! Wahnsinn hält Einzug! Spinnt den Irrwitz fort! Opa, was zum... Was? Was, wie, bitte?
Ja, scheiß auf den infernalen Zug. Wir haben hier weitaus größere Probleme zurzeit. Was? Was? Oh nein! Oh nein! Ja, das ging schnell. Habt ihr gesehen, da fiel irgendeine Teetasse denen auf den Kopf. Also auf den Kopf des Roboters. Danke, Hutmacher. Wow, ich dachte schon, ich muss jetzt gegen das Ding kämpfen. Nein, meine kostbare Domäne und die Gäste. Ich wollte doch nur noch eine Teegesellschaft. Bitte, Hutmacher, du hast es versprochen. Wohin fährt dieser Zug? Was ist sein Zweck? Sag es mir, sofort. Jetzt ist keine Zeit für deine Themen. Es ist Zeit für den Tee. Über Züge kannst du mit Suppe nicht wundern. Er hat die Spiegellinie betrieben. Kommt schon, Leute. Wir können trotzdem Freunde sein. Ich habe einen schönen Anzug. Trinkt, trinkt. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Ich will sie zusammenfügen, aber ich glaube, dass der Zug dies verhindert. Hilf mir. Du hast es versprochen. Bitte den, der denen hilft, die sich selber helfen. Kernig formuliert. Er verdiente den Tod. Und ich ertrinke gleich im Tee. Und Ignoranz. Ist der Hutmacher jetzt auch? Ja, es sah genauso aus, nicht wahr? Was ist durch diejenigen, die stets abwarten, eigentlich gewonnen? Was? Okay, der Satz da macht noch Sinn. Was zum... Ja, genau, der jetzt steht, meine ich. Der hat irgendwie was. Aber der Hutmacher ist jetzt auch draufgegangen. Hab mir eine Nymphe an Land gezogen. Gelobt sein Allerheiligen. Seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Nehmen sie mit in die Mangled Mermaid und mit mir im Bett. Im Dunkeln lässt sie's gut rumpeln, ne? Was macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg! Ja, sag's ihnen, Alice. Hier wird nicht gefummelt. Okay, wir sind wieder in der normalen Welt. Ihr perversen Säcke, habt ihr noch was zu sagen? Nee, bin ich gut. Okay, wir sind wieder in der normalen Welt und können uns hier... Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Nanny kannte sie. Wenig Umsinn, wollte ich gesagt haben. Okay, die weiße Katze. Was haben wir hier? Fisch. Dieser Haufen ist wie gemacht für... Was? Für Billigs... Für... Ah, Billingsgate Market. Ach so. Keiner fragt, wo sie herkamen. Ein Fehler. Fisch aus diesem Bereich der Themse ist giftig. Ja, dann lass besser die Finger davon, Alice, ja? Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt, hätte keine Lust auf diese Brühe. Gibt's Arbeit? Heute Morgen liegen zwei Sachen an. Wenn's noch schlimmer wird, wohl doch nicht. Weiß nicht, was du meinst. Bin die Wohltätigkeit in Person, wenn ich dafür nichts tun muss. Ja. Was sagst du hier? Typ? Ich glaube, der pennt. Okay, lass ihn schlafen. Wo? Was kann ich hier ansehen? Keine Ahnung, was in diesen Kartons drin war. Ah, Kisten. Unerreichbare Träume. So wahrscheinlich, wie ich ausgefallene Orte sehen werde. Ja. Aber ich will jetzt der weißen Katze folgen. Wo ist die Katze? Katze? Katze, wo bist du hin? Katze führt mich irgendwo hin. Ja, ist meistens zu übernehmen. Was? Was, ein Pint willst du trinken gehen? Ja, warte, da komme ich mit. Warte, da komme ich mit. Oder ist hier noch irgendwas? Müll, ja. Ein Spielzeug muss völlig ruiniert sein, dass es da aufgegeben wird, wo Kinder sonst Jacks mit Murmeln spielen und nur so tun, als hätten sie Spaß. Das ist eine Puppe? Ich erkenne da gerade... Das ist ein Holzpferd, sehe ich jetzt da. Und eine Puppe, okay. Keine Ahnung. Also, wir wollten ein Bier trinken gehen. Und die weiße Katze finden. L1. Wow, seht euch das Bild da links, also das Bild, die Statue links an. Scheiße, wie scary. Da drin würde ich jetzt nicht unbedingt ein Bier trinken gehen. Ganz ehrlich. Was haben wir hier sonst noch? Was ist mit dir? Hast du kein Geld für ein Pint oder was? Oder ein Pint? Hallo? Ich will ihn doch nur ansehen.
Okay, du hast nichts zu sagen, du hast bloß eine riesige Nase. Na, was mit dir? Papi hat zu viel erwischt, meinetwegen, das kann passieren. Ich will jetzt eigentlich nicht da reingehen. Was bist du? Also ich weiß, was du bist, aber wie siehst du aus zum Teufel? Scheiße. Der hat auch zu viel getrunken hier. Wo ist mein Geld, was? Du dreckiger Mistkerl? Schick diese fettärschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Warum sollte ich jetzt da hochgehen wollen? Typ? Typ? Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit dahin gerafft. Hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jacks Blätter lautet. Jacks Blätter? Jacks Blätter? Weiß ich nicht. Pferd? Schön. Sonst? Gibt's hier sonst noch mehr? Jacks Blätter, ist das irgendwie ein Rum oder ein Schnaps oder so? Keine Ahnung. Ich bin nicht so der Schnapsexperte. Ich will trotzdem nochmal sehen, ob die Typen am Vordereingang irgendetwas zu mir sagen. Mit denen habe ich ja nicht geredet. Oder besser gesagt, nicht zugehört. Ja, ihr zwei. So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Ja, das ist auch eine Art, davon zu kommen, ja. Klug, Alice, muss ich sagen. Alice ist nicht dumm, ganz und gar nicht. Aber warum soll ich jetzt da reingehen? Das ist doch ein Puff, also mehr oder weniger. Warum soll ich jetzt da reingehen? Ich will jetzt nicht unbedingt Geld verdienen. Ich habe gerade andere Probleme. Sehen? Will hier irgendjemand mit mir plaudern? Was ist denn? Weiß nicht, ich bin ganz schön blau, Bill. Das ist doch der Punkt, oder nicht? Nüchtern würdest du es eh nicht machen, das wäre falsch. Richtig, das wäre falsch, ja. Also was ist denn nun? Werfe, muss nachdenken, den Kopf klar kriegen. Ja. Was, du pennst auch mehr oder weniger schon? Da pennt einer unter den Tisch. Schön, lass mich vorbei. Ich kann da nicht vorbei. Ja, ja. Da pennt auch einer. Was denn hier alles passiert? Gibt's doch gar nicht. Was ist das da? Du kannst alles auf der Karte bestellen. Bekommen wirst du allerdings nur schales Bier oder magenzersetzenden Gin. Wir schauen uns ein wenig mal bei der Prügelei. Schauen wir mal zu, ja. Man sieht, dass die schon ein bisschen was getrunken haben. Ja, so spannend ist das jetzt nicht. Hallo? Du hattest auch zu viel. Du willst nichts sagen. Du stehst einfach... Was? Ja, ja, ist schon gut. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Hallo? Hör auf, die Faust zu ballen. So, wo ist jetzt die Alte? Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Au! Du Bastard! Alice? 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 Okay, wir wurden niedergeschlagen. Wir wollten der Alten, also ja, was heißt der Alten, der völligen Frau wollten wir doch nur helfen, verdammt. Verdammt. Aber dieser Schlag auf den Kopf war vermutlich die nächste Eintrittskarte ins Wunderland. Wie sieht das denn hier aus? Wunderschön! Ist das hier der Nordpol quasi oder irgend sonst irgendwas, das Eisiges? Wir haben auf jeden Fall wieder unser blaues Kleid an. Der Wind weht, ja. Tundra voll. Tundra voll. Aha! Hier ist schon ein Geheimnis. Ha! Bei solchen Spielen immer zuerst zurückgehen, weil da findet man meistens was. Ja, es ist wirklich so. Eine Flasche, super. Mehr nicht. Mehr nicht.
Toll. Okay, warum auch immer wir jetzt am Nordpol des Wunderlandes sind. Also es ist ja tundravoll, es ist nicht der Nordpol, einfach nur ein eisiges Gebiet. Seid ihr böse? Ich kann euch auf jeden Fall zerstören. Ne, ihr seid quasi wie die Schneckenhäuser oder wie die Kisten. Seht euch den Mond an. Der ist da am Qualmen hier. Oh, dieses... Was? Eine Kuh mit einem Helm und eine Flasche, die wir uns geholt haben. Alles klar. Ja, Zähne. Sonst ist hier nichts mehr. Da unten geht's weiter und da leuchtet was. Sind auch wieder Zähne. Da vorne lang wird es bestimmt auch gehen. Da steht ein komischer Gegner. Kann ich von hier noch nicht treffen. Okay, Leute, da würde ich sagen, das war's für heute mit Alice. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.